Ja, hallo, ich bin der Christian Timmerer, arbeite am Institut für Informationstechnologie in der Gruppe Multimedia-Kommunikation und beschäftige mich mit der Qualität in Multimedia-Inhalten. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, über die Dinge zu sprechen, die mich beschäftigen. Was mache ich? Man kann es auch so plakativ mit dem Titel versehen, was kommt nach 3D-Fernsehen? 3D-Fernsehen, 3D-Kino kennt man ja, ist in aller Munde, hat vielleicht auch schon jeder gesehen, aber was kommt danach? Oder wie kann man noch mehr alle Sinne, alle menschlichen Sinne reizen, um die Qualität beim Multimedia-Erlebnis anzureichern oder einfach zu verbessern? Wenn man Fernsehen schaut, 3D-Fernsehen auch, werden grundsätzlich zwei Sinne gereizt, die Augen und die Ohren. Der Mensch hat aber auch noch mehr Sinne. Und in dem Kontext befindet sich meine Forschung. Also die wichtigste Forschungsfrage, glaube ich, in dem Kontext ist, wie kann man diese Qualität greifbar machen? Und daher auch diese Standardgeräte, da setzen wir dann Studentinnen, Studenten von der Uni Klagenfurt, aber auch wir haben Kooperationen, beispielsweise mit Australien, die machen ähnliche Tests, die haben die gleiche oder ähnliche Hardware und machen hier auch so Benutzerstudien, in denen einfach Personen quasi vor den Fernsehern, vor den Geräten hingesetzt werden, denen werden dann diese Multimedia-Inhalte einmal mit und ohne den Effekten gezeigt und die geben dann ihre Bewertungen ab, die werden statistisch ausgewertet und dadurch versucht man dann die Qualität für diese Videos mit den Zusatzeffekten, wir nennen die Sensory Effects, können dadurch dann bestimmt werden. Da verwenden wir so klassische Geräte wie zusätzliche Lichteffekte, wie man das hier hat, oder auch Windeffekte, über so kleine Ventilatoren werden dann so Windeffekte erzeugt, bis hin zu so Geruchsemittern, die versieht man hier mit so Pads und dann wird mehr oder weniger der ganze Raum aromatisiert. Teilweise funktioniert das so, dass wir die Inhalte direkt ausarbeiten und dadurch diese Geräte ansteuern. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an, wie ist die Farbverteilung in so einer Szene, in so einem Bild und steuern dann die zusätzlichen Lichter an, aber auch teilweise mit zusätzlichen Daten, die hier beim Video mitkommen und beispielsweise diese Ventilatoren oder diese Geruchsemitter anzusteuern. Studenten sind natürlich herzlich eingeladen. Einerseits, wir brauchen immer wieder Studenten für diese subjektiven Tests, aber es gibt auch immer wieder kleinere Programmieraufgaben, um diese Tests vorzubereiten, auszuarbeiten und auch durchzuführen. Also das ist etwas, das sehr, sehr zeitaufwendig ist, aber man erhofft durch diese subjektiven Tests, die man mit realen Personen durchführt, dass man dadurch auch verlässliche Daten bekommt und wenn man genügend Tests durchführt, kann man da auch statistisch auswerten und eventuell dann auf objektive Kriterien zurückschließen, dass man das irgendwann einmal auch automatisiert machen kann. Beispielsweise den letzten Test, den haben wir gemeinsam mit Australien gemacht. Das heißt, wir haben die gleiche Testumgebung gehabt wie hier, haben die gleichen Tests durchgeführt und jetzt wollen wir mal schauen, gibt es hier irgendwie demografische Unterschiede zwischen Europäern und Australien beispielsweise bei der Auswertung der Ergebnisse. Was wir dann auch noch wollen in der Zukunft, und die Geräte dafür wurden jetzt schon angeschafft, ist versuchen, die Emotionen zu erfassen, beispielsweise im Kontext von fiktiven oder realen Inhalten. Also wenn ich hier diese Zusatzeffekte, Wind, Geruchsfernsehen, zusätzliche Lichter, was wir auch noch haben, so Vibration, so quasi so Vibrationsstühle, da stellt sich dann die Frage, macht es jetzt einen Unterschied emotional gesehen, wenn das Ganze in einem fiktiven Film, so einem Action-Blockbuster oder bei einer Dokumentation passiert, oder wenn es dann im realen Kontext, zum Beispiel bei News, wenn irgendwo von einem Erdbeben oder von einer anderen Naturkatastrophe berichtet wird. Und man erlebt das dann zu Hause so, als wenn man vor Ort wäre. Hat das jetzt auf die Emotionen irgendwelche Unterschiede? Und dazu haben wir auch so ein Gerät angeschafft, wie das hier.
mit dem man dann mehr oder weniger die Gehirnströme messen kann. Das setzt man sich dann quasi so auf, oder auch wie hier kurz abgebildet. Und damit kann man dann Gehirnströme messen und mit Hilfe einer SDK, die auch hier mitkommt, kann man das auf gewisse Gefühle klassifizieren und eindeutig zuordnen. Und das erspart uns dann natürlich auch, dass wir die Benutzer selbst fragen, welche Gefühle sie haben, denn das kommt direkt aus dem Inneren, unverfälscht hoffentlich, und bringt uns hoffentlich weitere Einblicke in die Qualität bei Videoinhalten oder Multimedia-Inhalten allgemein, wenn diese jetzt durch diese Sensory Effects angereichert sind.